Eine wichtige Frage, der wir nachgehen, ist, welche Rolle die Mikrogliazellen als Immunwächter im Hirn für bestimmte Erkrankungen haben, für entzündliche Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder degenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Erkrankung. Das Spannende an unserer Forschung ist, dass diese Zellen, obwohl schon über 100 Jahre bekannt, erst in den letzten Jahren so in den Fokus gerückt sind. Neue Methoden waren verfügbar, das waren Methoden der Mikroskopie, Methoden der Genetik, der Immunologie, sodass man völlig neue Aspekte der Mikroglia erfassen konnte. Früher dachte man, dass Mikrogliazellen einfache Fresszellen sind, dass sie alles abräumen, was im Hirn stattfindet. Jetzt weiß man, dass es durchaus deutlich differenzierte, komplexere Zellen sind, die viele andere Funktionen im normalen Hirn haben. Sie ernähren das Hirn und sie sind auch Wächter der Nervenzellen. Und sie können andere Zellen im Hirn zur Hilfe rufen, damit zum Beispiel den Nervenzellen geholfen werden kann. Für die Zukunft ist es uns besonders wichtig, das menschliche Gehirn besser zu verstehen, an Patientenproben unsere Untersuchungen durchzuführen, um zu verstehen, was ist speziell am menschlichen Hirn. Und wir sehen, dass auch unser Forschungsobjekt, die Mikrogliazelle, im Menschen deutlich anders ist, viel diverser ist.